handwerkliche Erfolge hat Gregor Högler mit seinem Schützling Lukas Weiß-Heidiger schon gefeiert. Heute ist es ein Misserfolg. Wie groß ist die Enttäuschung auch bei Ihnen? Ja, sehr groß, wenn man sieht, wie er eingeworfen hat. Und dann, und dann ist halt das 9. rausgegangen um 30 cm. Mir wäre es fast lieber, wir hätten nicht mehr drauf gehabt. Dann wäre es leicht, aber wenn man halt so um die 70 Meter einwirft, das tut halt extrem weh. Aber so ist der Sport und wir werden es auch hinkriegen. Aber es tut halt wirklich weh, weil es war viel Arbeit. Ne? Können Sie es festmachen, woran es gelegen hat heute? Ja, ich muss sagen, der erste Wurf, der hat sicher gereicht. Und dann, wir gehen halt bis auf einen halben Zentimeter auf den Ring. Und er hat halt ein bisschen mehr andrückt und das war statt einem halben Zentimeter halt dann einer. Ne? Aber das ist halt dann ein bisschen übermotiviert, ein bisschen mehr zeigen wollen und dann bist halt drüber. Ne? Also ich mache ihm da jetzt auch keinen Vorwurf, weil es sind viele Fans da, also eher, ihm tut es am meisten weh, hundertprozentig. Ne? Aber was halt so weh tut und das wird er auch spüren, er war sicher beim Einwerfen sehr überlegen, aber das bringt uns nichts, davon können wir uns nichts kaufen und 9. Er selber wollte hier einfach nur weg. Wie beurteilen Sie es jetzt? War vielleicht auch viel Druck da? Natürlich, wenn viele kommen. Der Druck ist aber immer da. Und wenn man mit dem Druck nicht umgehen kann, dann müssen wir es lassen. Ne? Also der kann mit rum, wenn wir uns erinnern an die Olympischen Spiele, da ist er hingeflogen und zwei Ungültige. Es war ja relativ knapp wieder diese 30 cm. Aber es ist halt, wenn die ersten 7 der Welt da sind, kann sich halt nicht entspannen. Wenn da 3, 4 fehlen, dann machst du mit den 63, kommst du auch weiter. Weil früher bist du mit 63 locker unter die Top 8 gekommen. Aber der Druck ist halt extrem hoch, weil die auch extrem stark sind. Ne? Aber ja, es tut weh. Vor allem, weil bei der WM 10. jetzt 9. Wie kann man ihn jetzt vielleicht auch wieder aufrichten? Naja, was zumindest in der Saison sehr gut war, ist, dass er im Schnitt sehr weit wirft und auch Rekord geworfen hat. Dann die Diamond League, zweiter Platz mit 68,30 ist jetzt auch sehr stark und wir haben noch eins ausstehen, jetzt die Diamond League Finale. Aber im Endeffekt, müssen wir es zurückkämpfen. Wir werden sicher viel Biss dazu kriegen. Also ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke.